Und damit herzlich willkommen zurück zu Scene Talk. Heute geht es um Hellboy, in dem der Titelheld England vor der bösen Blood Queen retten muss. Wie ich den Film fand, erfahrt ihr nach dem Trailer. Er warnte uns vor etwas Gefährlichem. Etwas, das das Ende der Menschheit verheißen würde. Und wir wären auserwählt, es ausfindig zu machen und zu vernichten. Ist dieses Etwas, von dem ihr gewarnt wurdet, jemals aufgetaucht? Oh, natürlich. Was bist du? Wir bekämpfen jede mögliche Bedrohung und dennoch nimmst du mich auf. Hallo, Sohn? Du hast mich zu einer scheiß Waffe gemacht. Ehrlich, nimm dich nicht so wichtig. Meine Damen und Herren, da draußen ist eine Hexe aus dem 5. Jahrhundert. Die will alles Leben auf der Welt ausrotten. Geil, Hausaufgaben. Warum kämpfst du für jene, die dich hassen und fürchten? Lass die Schwächlichen hinter dir. Aus ihrer Asche wird sich ein neues Eden erheben. Okay. Prophezeiung, wo es um fröhliche Dinge geht, finde ich geiler. Müssen wir nicht die Welt retten oder sowas? Ja, okay, es geht los. Schlüpf in deinen Kätzchen. Ja, komm, legen wir los. Wert mein König. Wir gehören zusammen, du und ich. Stimmt, aber das würde nicht funktionieren, denn ich bin Steinbock und du bist eine verkackte Irre. Hellboy startete am 11. April 2019 in den Kinos, ist zu Unrecht ab 16 Jahren freigegeben, geht 121 Minuten und ist directed by Neil Marshall und es geht um Hellboy, der von seinem Vater, gespielt von Ian McShane, nach England entsandt wird, um dort die böse Blood Queen aufzuhalten, die eine Schneise der Verwüstung durch England zieht und das ganze Leben der Erde ausrotten soll. Und dabei wird er auch am Anfang, ich glaube in den ersten 30 Minuten, ordentlich schwer verwundet und landet irgendwo in einem Land der Riesen. Und versteht mich nicht falsch, ja. Das könnte cool sein, wenn es Guillermo del Toro gemacht hätte. Und jetzt kommen wir zu dem ersten Punkt. Hellboy, Call of Darkness, wie er im Deutschen heißt, und Hellboy nur im Original, ist mit einer der schlechtesten Filme des Jahres. Und das hat ganz, ganz wichtige Punkte. Zu den Positiven kommen wir einfach mal direkt. Und zwar, der Look von Hellboy ist cool. Da muss ich nicht viel drüber sagen. Das ist ganz nett. Das sieht schick aus. Das ist düster. Das ist böse. Das hat was. Und genauso wie es eine Szene gibt mit einem wandelnden Gebäude, was auf Beinen dann irgendwann rumläuft, was gut aussieht, aber das ist dann auch alles. Also, das sind quasi die positiven Aspekte. David Harbour als Hauptdarsteller, als Hellboy, gibt sich in einigen Momenten auch größte Mühe, sich reinzufinden in den Charakter, schafft das aber überhaupt nicht. Der Charakter wirkt leblos, langweilig, uninspiriert und hingerotzt. Genauso wie der ganze Rest des Films. Und jetzt kommen wir zu den ganzen Problemen. Hellboy hat in den ersten Filmen davon gelebt, dass Guillermo del Toro seine Vision umsetzen konnte. Seine Düsterheit, sein Gothic Horror, das war Hellboy. Das war ein Superheld mit ganz losem Mundwerk, ein Arsch, der Katzen liebt und der einfach nur die Liebe sucht und einfach gesehen werden möchte und nicht hinter einer Tür versteckt werden möchte. Das ist Hellboy. Es hatte so viel Charisma, es hatte durch Ron Perlman so viel Intensität. Sympathien sind übergesprungen damals und es hat einfach Spaß gemacht vom Look, von der Erzählung, von allem. Es war toll. Und jetzt kommt ein Hellboy 2019 daher, was unterschiedlicher nicht sein könnte und was nicht schlechter hätte sein können. Hier funktioniert gar nichts. Die ganze Genialität des Originals geht flöten. Alles, nichts funktioniert mehr. Es gibt kaum noch richtige Masken. Alles ist CGI.
Und man haut einem die ganze Zeit mit einer riesengroßen CGI-Keule mit voller Wucht ins Gesicht. Und es hört halt nie auf. Das Ende ist ein komplett überladener CGI-Bombast, der auch noch unfassbar furchtbar aussieht. Das ist einfach nur sau schlecht. Genauso wie das Drehbuch, die Dialoge, die Charakterführung, alles. Alles ist reinster Nonsens. Neil Marshall, der mal einen meiner besten Lieblingsfilme gemacht hat, nämlich The Descent, ist einfach nur noch der Schatten einer selbst, der nicht mitzureden hatte offenbar, dem das Studio alles vorgegeben hatte, denn Hellboy fühlt sich nicht mehr an als einfach eine komplette Cash-Cow, die gemolken wird, um wieder neues Geld zu generieren. Und das hat der Film nicht geschafft, er ist nämlich ein Flop und deswegen gibt es auch keinen zweiten Teil und wird es keinen geben. Wo ich sehr froh drüber bin, dass der keine Fortsetzung bekommt. Das ist wirklich furchtbar. Der Film funktioniert gar nicht. Ich habe noch andere Sachen aufgeschrieben. Anstatt das Drehbuch ist noch schlecht. Furchtbare Neuinterpretation. Die Schauspieler kriegen einfach gar nichts auf die Kette. Ian McShane, den man eigentlich besetzt, um so einen britischen Charme noch reinzubekommen, funktioniert überhaupt nicht. Er streitet sich hauptsächlich eher mit seinem Ziehsohn die ganze Zeit, anstatt wirklich richtige Dialoge mit ihm zu führen. Wie im Original. Die streiten sich die ganze Zeit und hassen sich. Warum? Also es nervt. Es nervt die ganze Zeit. Der Soundtrack ist im Grunde dieselbe Band, die immer wieder denselben Song einspielt. Und man merkt es halt auch. Also es ist die ganze Zeit irgendwie derselbe Track, der immer wieder im Loop gespielt wird. Das Finale ist überladen und das absolut Schlimmste, das absolut mit Abstand Schlimmste an diesem Film ist Mila Jovovic. Der Star aus den Resident Evil Filmen, die mal mit The Fifth Element einen richtigen Klassiker rausgehauen hat, den ich zwar auch nicht mag, aber viele mögen ihn, viele verbinden sie mit diesem Film. Und ich muss sagen, dass bei Fifth Element war sie nicht das Problem. Und sie zeigt wieder einmal nach ihrer Resident Evil Reihe, dass sie mit zu den schlechtesten Darstellern gehört, die wir gerade in Hollywood haben. Das ist ganz furchtbar, was sie hier abliefert und ist definitiv anti-Oscar würdig. Das ist grausam, der Film tut weh. Allein wegen halt dem Versuch von David Harbour, sich irgendwie in die Rolle reinzufinden. Weil man merkt schon, er hat so ein bisschen Lust, hat er doch schon. Nur es gibt halt nichts her. Und wegen dem Look und wegen dieser einen coolen Szene mit dem wandelnden Haus. Ja, deswegen, allein deswegen, gebe ich dem Film noch großzügige, also wirklich ganz, ganz großzügige 2,5 von 10 möglichen Punkten. Aber ich empfehle wirklich keinen, sich diesen Schmonz anzugucken. Aber mit ganz, ganz doll beiden Augen zugedrückt ist der doch noch auf 2,5 gekommen. Wie fandet ihr denn den Film? Wenn ihr ihn schon gesehen habt, schreibt mir doch mal eure Gedanken in die Kommentare. Ich würde mich darüber freuen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Weiterschauen. Ciao.